65 Euro zum ersten. 65 Euro zum zweiten. 75. 75 Euro zum ersten, zum zweiten und zum... Da habe ich noch was gehört. 75 Euro zum dritten. Herr Tarasch geht an die junge Dame hier drüben. Viel Spaß! Ihr Bruder scheint wohl so eine Art Heiratsschwindler gewesen zu sein. Sehen Sie, das habe ich mir gedacht. Er hat sich das Vertrauen einer älteren, vermögenden Dame erschlichen, um sie dann um ihr Geld zu erleichtern. Diebstahl? Nein, die Frau hat ihm das Geld wohl freiwillig gegeben. Und ihn so lange ausgehalten, bis er sich irgendwann aus dem Staub gemacht hat. Und genau das Gleiche hat er mit Charlotte vor. Was? Nichts. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Nicht ausliefern. Aber. Hm. Aber. Das könnte wichtig sein. Samia Gruber? Simon? Du. Danke für die gute Arbeit. Den Rest schaffe ich alleine. Herr Saalfeld, was meinten Sie mit, für die Beweise werde ich schon sorgen? Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich Ihre Hilfe weiter in den Anspruch nehmen möchte. Haben Sie etwa vor, die Beweise zu fälschen? Großes Kompliment, Sie haben Ihre Arbeit hervorragend gemacht. Alles Weitere überlassen Sie bitte mir. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Besser als mir lieb ist. Meine Güte, Sie wissen doch inzwischen, was wozu mein Bruder fähig ist. Ja, aber das ist doch noch lange kein Grund, Beweise zu fälschen. Soll ich etwa tatenlos zusehen, wie sich meine Ex-Frau in die Fänge dieses Heiratsschwindlers begibt? Herr Saalfeld, Sie machen sich strafbar und begeben sich damit auf die gleiche Ebene wie Ihr Bruder. Was kann ich denn dafür, wenn die einzige Zeugin inzwischen das Zeitliche gesegnet hat? Ich muss etwas unternehmen. Das bin ich Charlotte schuldig. Ja, und wenn ich noch mal nach Halle fahre? Vielleicht können wir Ihrem Bruder doch noch was nachweisen. Ach, und solange lasse ich diesen aufgeblasenen Sternekoch hier den Rosenkavalier mimen? Nein, nicht mit mir. Das, was Sie da vorhaben, das ist nicht nur riskant, sondern... Frau Schneider, niemand verlangt von Ihnen, dass Sie mitziehen. Obwohl Ihr Verhalten meinem Bruder direkt in die Hände spielt. Genug! Ja. Wie immer Sie sich entscheiden, eines verlange ich von Ihnen. Dass Sie über das, was heute und hier besprochen wurde, absolutes Stillschweigen bewahren. Ist das klar? Amelie hat mich zu einem kleinen Ausflug überredet. Wir sind gerade hier am See angekommen. Okay, pass auf, dann machen wir es so. Ich mache früher Feierabend und hole euch Mädels direkt vom See ab. Das ist doch der Wein mit dem Marillenaroma, den ich so lange gesucht habe. Genau, danach fahren wir in den Biergarten. Dann nehme ich doch gleich eine Flasche mit in die Küche. Nein, du brauchst es nicht abzuholen. Sag mal, könnte ich dich auch später anrufen? Es passt gerade. Sag mal, was spinnst du? Hey! Samia, hallo? Kein Empfang? Naja, ich schon, aber Samia ist plötzlich weg. Das passiert öfter in der Gegend. Warum lügst du Simon weiter an, wenn zwischen uns alles so eindeutig ist? Bitte lass uns vergessen, was war. Unsere Streitereien, das Drama mit deinem Vater. Was redest du denn? Wir beide, wir lieben uns. Wir gehören zusammen, Samia. Nichts und niemand kann das verhindern. Samia, ich bin's. Ruf mich bitte zurück. Mach da nicht so ein Gesicht. Die hat doch nicht absichtlich aufgelegt. Irgendwas stimmt da nicht. Wir haben uns gehen lassen. Wenn dein Handy nicht geklingelt hätte.
Gregor, du weißt ganz genau, wir hatten nicht nur eine Chance, wir hatten zwei. Was haben wir daraus gemacht? Jedes Mal haben wir uns beleidigt und uns irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen. Diesmal machen wir es besser. Nein, es ist vorbei, es ist zu spät. Wir haben es einfach nicht hinbekommen. Außerdem, du bist mit Jana zusammen und ich bin mit Simon zusammen. Samir, der Kuss gerade. Mit Jana habe ich sowas noch nie gespürt. Und ich glaube, du auch nicht mit Simon. Ach, komm jetzt. Jetzt vergiss doch diesen blöden Kuss. Das war ein Ausrutscher. Tut mir wirklich leid, ich wollte keine falschen Hoffnungen. Was brauchst du denn noch für einen Beweis? Samir, es ist doch offensichtlich. Kapierst du es nicht? Ich will das nicht. Nie mehr. Das war anstrengend, aber schön. Ganz besonders, wenn man die Vorderfrau strampeln lässt. Ach, deshalb sind wir gerade nicht vom Fleck weggekommen. So eine Frechheit. Vielen Dank für den wirklich schönen Ausflug. Zeigen Sie mir. Aha, also laut Victorias strengen Männerversteigerungsstatuten haben Sie jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Oh. Was darf sein? Alles außer Fallschirmspringen und Schokokuss-Weitwurf. Wackelpudding-Wettessen. Ja, und das? Ich hab's. Ein Gedicht. Sie müssen ja gar nichts erfinden, nur eins aufsagen. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Wunsch. Kostet nichts, tut nicht weh und kaputt kann auch nichts dabei gehen. Außerdem ist es schon wahnsinnig lang her, als ich das letzte Mal ein Gedicht aufgesagt habe. Komm, es muss noch ganz kurz sein. In der Schule mussten wir mal die Bürgschaft auswendig lernen in der 8. Klasse. Schiller? Völlig in Ordnung. Hier. Bühne frei für Felix Tarasch. Jetzt? Ja. Ich bin ganz Ohr. Ah. Okay. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon den Dolch in der Hand. Im Gewande. Im Gewande. Die Häscher ihn schlugen in Bande. Mhm. Was treibst du mit dem Dolch? Sprich. Okay, wenn sie lachen, dann kann ich es nicht. Ich konnte es noch nie besser. Und bitte, wer grinst, der muss selber ran. Also? Kein Problem. So, jetzt hören Sie mal zu. War einmal ein Bumerang. War ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete auf Bumerang. Ringelnatz. Genau. Reicht es Gregor denn nicht, dass wir zweimal kläglich gescheitert sind? Oh Gott, dieser Kuss. Plötzlich war es, als wird alles ganz leicht und hell. Vergiss den Kuss. Es war unvernünftig, überflüssig und auch noch riskant. Simon darf nie was davon erfahren. Warum habe ich mich bloß darauf eingelassen? Ich fühle mich richtig geborgen bei Simon. Und was tue ich? Ich setze alles aufs Spiel. Okay, ich rufe sofort zurück und sag Simon, dass wir heute Abend was unternehmen. Geht nicht. Ausgerechnet jetzt. Okay, das hat nichts zu bedeuten. Das hat einfach nichts zu bedeuten.
Wie war dein Treffen mit Samir? Das hast du dir toll ausgedacht. Es ging voll nach hinten los. Sag mal, die Hübners, ja, wohnen die eigentlich in der 12 oder in der 14? Ich kann meine eigene Klaue nicht mehr lesen. Die Turteltäubchen sind in der 12. Ich dachte, wenn ihr endlich mal Zeit zum Quatschen habt, ohne dass euch ständig jemand dazwischen... Ja, ganz toll gedacht. Die ganze Aktion hat alles noch viel schlimmer gemacht. Vielen Dank auch. Hallo? Kann ich irgendwas dafür, wenn ihr zwei es einfach nicht auf die Reihe kriegt? Ich hab's doch nur gut gemeint. Ja, super gemeint. Samir und ich mit Champagner und Erdbeerabsee. Also wenn ich gewusst hätte, dass sie einfach nur ein Sitten... Ja, entschuldige, du hast recht. Es tut mir leid. Es war ganz allein meine Schuld, okay? Naja, wenigstens siehst du es ein. Das ist ja schon mal ein Anfang. Also, wenn du reden willst... Nein! Also die nächsten zwei Monate sind wir komplett ausgebucht und danach schaut es auch schon ganz gut aus. Dann haben wir die Talsohle also hinter uns. Ja. Ja, was hast du denn? Ich habe mir was verrissen beim Speicher entrümpeln. Ach du Armer. Ich habe eine sehr gute Salbe. Soll ich sie dir nachher vorbeibringen? Nein, danke. Das ist lieb, aber nicht nötig. Die Hildegard hat mich schon eingeschmiert. Mhm. Aber noch mal dazu. Wenn der Herr Direktor und der Herr Chefkoch in Zukunft auf Schlägereien im Treppenhaus verzichten würden, dann... Das werden sie. Du klingst ja sehr zuversichtlich. Hast du mit Werner drüber geredet? Ich musste. Damit endlich Schluss ist mit dieser Bruderfehde. Ich habe Werner die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, andernfalls verlasse ich den Fürstenhof. Und was sagt der Herr Kanopka dazu? Was auch immer. Wenn, dann gehe ich mit ihm. Und das habe ich Werner auch klar gemacht. Charlotte, du hast schon einmal versucht, dem Fürstenhof den Rücken zu kehren und bist doch wieder zurückgekommen. Gut. Es war vielleicht ein wenig zu dick aufgetragen, aber es scheint zu fruchten. Mhm. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil dein Ex-Mann dich immer noch liebt. Er hatte seine Chance. Das weißt du so gut wie ich. Er hat inzwischen dazugelernt. Ach, das habe ich mir auch so oft gedacht. Und immer gab es eine riesen Enttäuschung. Aber diesmal ist es tatsächlich so. Und glaub mir, ich würde es nicht sagen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Du hältst in diesem Punkt zu Werner. Das verstehe ich ja. Aber ich liebe André. Nach dem Reinfall mit Hans Blankenfels bin ich zum ersten Mal seit langem wieder glücklich mit einem Mann. Und daran wirst du mit deinem skeptischen Blick auch nichts ändern. Samir macht sich was vor. Ich weiß genau, dass sie mich liebt, so wie ich sie. Ich hab's doch gespürt. Es ist schon möglich, trotzdem bereut sie den Kuss. Aber doch nur, weil sie Angst vor dem letzten konsequenten Schritt hat, Felix. Und der wäre, Simon Knopka zu verlassen. Ja, natürlich. Oder sollen wir vielleicht aus Mitleid und Anstand bis ans Lebensende mit unserem falschen Partner zusammenbleiben? Also wenn es ein adäquates Mittel gäbe für vergebliche Liebesmütter, dann würdest du jetzt die dreifache Dosis verlangen. Weil ich sage, was Sache ist. Du hast schon zwei gescheiterte Heiratsanträge. Ich hab's nur falsch angestellt. Ach so, planst du einen dritten? Felix, der Kuss heute war so intensiv. Das war ein Liebesgeständnis. Von uns beiden. Okay. Dann mach einen sauberen Schnitt. Sei ehrlich zu Jana. Das ist besser. Du weißt doch selber, wie sehr Jana unter unserer letzten Trennung gelitten hat. Aha, du traust dich nicht, ja? Was heißt, ich trau mich nicht? Jana braucht eine Schonfrist. Sie hat gerade erst unser Baby verloren. Schonfrist, Gregor, das tut in ein paar Wochen genauso weh. Ja, eine sympathische Dame mittleren Alters. Seriös und gepflegt. Und natürlich eine gute Schauspielerin. Wofür? Och, es handelt sich um eine PR-Aktion im Fürstenhof. Sie schicken mir die Unterlagen. Wunderbar. Danke, auf Wiederhören. Ich dachte, die PR vom Fürstenhof fällt in mein Ressort. In dein Ressort fällt jedenfalls nicht, meine Privatgespräche zu belauschen. Das ist hier schließlich auch mein Büro.
Was für eine Werbemaßnahme planst du denn? Das ist eine ganz unwichtige Aktion, mit der ich dich nicht behelligen will. Aber für eine kleine, feine PR-Aktion habe ich immer freie Kapazitäten, das weißt du doch. Es handelt sich um eine private Angelegenheit. Das hat mit der laufenden Arbeit nichts zu tun. Aber eben am Telefon hast du gesagt, es handelt sich um den Fürstenhof. Das Thema ist hinreichend behandelt. Ich muss jetzt arbeiten, lass mich bitte allein. Wenn es nicht für das Hotel ist, wofür brauchst du dann eine Dame reiferen Alters? Für einen unserer Gäste? Oder willst du deinen Bruder wieder eins auswischen? Welchen Teil von Privatangelegenheit hast du denn jetzt nicht verstanden, Fiona? Ist ja gut, wenn du dir nicht helfen lassen willst. Gibt's was Neues? Mein Horoskop ist heute ein Volltreffer. Seit wann liest du sowas? Heute scheinen Sie das Glück gepachtet zu haben. Besonders in der Arbeit können Sie schöne Erfolge verbuchen. Hast du dem alten Saalfeld einen Anlagetipp verpasst, der ihm Millionen eingebracht hat? Viel besser. Charlotte Saalfeld hat heute mit Begeisterung meinen Scheck von der Männerversteigerung entgegengenommen. Sie wird ihn deiner Mutter schicken. Diesen positiven Aufwind sollten Sie mit einem lieben Menschen feiern. Mhm. Das kann nur ich sein. Hab ich eine Alternative? Ich wusste gar nicht, dass Helfen so viel Spaß machen kann. Tja, manchmal hast du richtig gute Ideen. Ach, auf einmal. Dein O-Ton gestern, ausgerechnet Emma Strobel, wie soll ich den Tag überleben? Ich muss mich krank schreiben, hm? Ja, auch ein Tarasch kann sich mal irren. Wir hatten Spaß. Dein Felix hat Feuer gefangen. Wir wollen es nicht übertreiben, ja? Ach, ich würde es gern mal wieder übertreiben. So richtig verliebt sein. Schmetterlinge im Bauch. Hohe Telefonrechnungen, kurze Nächte. Was war? Zwei müde Dates mit den größten Losern der Restaurante. Oh je, das Kontaktanzeigen-Desaster. Ich glaube, alle Single-Männer sind blind, blöd und taub. Anders lässt sich das nicht erklären. Oder warum sehe ich bei meiner hübschen Schwester keine Schlange? Eine Warteschlange. Für mich bitte nicht, ich habe keinen Hunger. Sag mal, was war heute eigentlich los am See? Warum? Na, dein Handy. Der Empfang, der war plötzlich weg. Ja, das war so blöd. Das ist mir aus der Hand gerutscht und jetzt ist es kaputt. Dann brauchst du unbedingt ein neues. Ich meine, sonst verpassen wir uns ja ständig. Ja. Erzähl mal, wie war's denn mit Amelie? Hm? Sehr schön. Amelie kann auf den Händen laufen. Das wollte sie mir beibringen. Schön. Dann können wir demnächst mal so einen Handstand-Wettlauf machen. Ich wollte eigentlich mit dir in den Biergarten. Lass uns das lieber auf morgen verschieben. Wenn du meinst. Mir geht's heute nicht so gut. Wieso? Was hast du denn? Ich bin so schlapp und ich habe auch leichte Kopfschmerzen. Würde dir was ausmachen, wenn du heute Nacht bei dir zu Hause schlafen würdest? Nein. Wenn du lieber allein sein willst? Nein, das ist es nicht. Ich bin nur schon so müde. Schon seit heute Nachmittag. Verstehe. Gute Nacht. Zu spät noch so fleißig? Ja, zu Hause kommt mir jetzt so nichts.
Unsere Tanja hat so lieb geschrieben. Ihre Tochter? Nee, die heißt Marie. Tanja Lieberts ist eine ganz liebe Kollegin. Die sitzt gerade in der Babypause. Wie schön für sie. Sie schreibt, sie wäre so glücklich mit ihrem kleinen Fabian und könnte sich ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. So ein Winzling. Ganz die Mama. Schauen Sie mal. Sehr süß. Oh, entschuldigen Sie bitte. Also ich bin so ein Trampel. Da habe ich jetzt überhaupt nicht gut. Mehr. Nein, es ist natürlich nicht gut. Ich sehe sie Ihnen doch an. Ich kann mir schon vorstellen, wie Sie sich jetzt fühlen. Tatsächlich. Sie haben doch eine Tochter. Ja. Aber Marie hatte auch eine Fehlgeburt. Und ich weiß, wie sehr sie darunter gelitten hat. Ich weiß doch auch nicht, was mit mir los ist. Ich dachte mal, ich bin so stark und ich kann eine Menge wegstecken, aber... Das kann keine Frau. Das ist ganz normal. Und am Anfang, da war die Schwangerschaft einfach so, so wunderbar. Ich habe mich so gut gefühlt. Aber das dürfen Sie sich doch jetzt nicht vorwerfen. Am Anfang der Schwangerschaft kann immer mal was schiefgehen. Das hat die Ärztin auch gesagt. Das sieht sie. Kommen Sie mal. Sie dürfen jetzt den Kopf nicht hängen lassen. Sie sind doch noch so jung. Vielleicht dauert es gar nicht mehr lange und dann haben Sie auch so ein süßes... Und damit auch mich. Ich wollte... Ich hab dir vertraut und du verrätst Johann einfach so an die Polizei. Hey, also ich glaub's ja wohl. Na ja, komm, stoß dich trotzdem mit dir an. Auf die Zukunft. Richtig? Was ist falsch? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Hey! Jana. Ich würde gern was mit dir besprechen. Was ist los? Was ist denn passiert? Frau Sonnenbichler und dein Herr Lieberts und das Foto. Weißt du, du hast ein Foto von Tanja gesehen und deswegen musst du jetzt weinen. Fabian! Ach, ein Foto von Tanjas Kleinem hat dich so traurig gemacht. Wieso darf ich das nicht? Was?
Wieso darf ich kein eigenes Baby haben? Was habe ich denn falsch gemacht? Jana, du hast gar nichts falsch gemacht. Aber das Leben ist einfach nicht immer gerecht. Ich habe mir immer so sehr eine eigene Familie gewünscht. Und dann, als ich das Foto gesehen habe, habe ich kapiert, dass es für immer ein Traum bleiben muss. Weißt du, zu mir wird niemals ein Kind Mama sagen. Ich weiß, das ist kein Trost jetzt, aber es gibt noch so viel Schönes im Leben, Jana, auch ohne ein eigenes Baby. Entschuldige, was für ein Empfang. Dabei wollte ich ja heute kochen. Ach, das ist ja völlig egal jetzt. Du wolltest doch gerade was mit mir besprechen. Egal, nicht so wichtig. Wie wär's, wenn wir jetzt eine Riesenportion Spaghetti machen und eine leckere Soße dazu? Hm? Ich bin so froh, dass ich dich hab. Dein Wildbarsch passt übrigens auch ein Chardonnay aus dem Priol. Ich dachte eher an einen leichten roten. Wie wär's mit einem Shiraz aus Südafrika? Ach, Quatsch, das geht überhaupt nicht. Da bin ich aber anderer Meinung. Schön. Wenn du eh alles besser weißt, bin ich hier ja über. Kommst du mal wieder runter, ja? Ist doch wahr. Was ist denn los mit dir, Simon? Nichts. Alles ist bestens. Das sehe ich. Hast du dich mit deiner Freundin gestritten? Weißt du was? Ich habe wirklich keine Lust auf ein Vater-Sohn-Gespräch, okay? Schade. Ich hatte gehofft, wir wären inzwischen ein bisschen weiter. Ich dachte, wir hätten uns nach den gemeinsamen Wochen in der Männer-WG ordentlich zusammengerauft. Weißt du, wenn ich dir helfen soll, dann muss ich wissen, wo der Schuh drückt. Ja. Es geht um Samir. Ich kann mir fast nichts vorstellen, was du deiner hübschen Freundin nicht verzeihen solltest. Sie hat behauptet, sie war gestern mit ihrer Cousine Amelie am See. War sie aber nicht. Nein, war sie nicht. Sie hat sich mit Gregor Bergmeister getroffen. Und jetzt denkst du natürlich, da läuft noch was. Simon, wenn ich euch sehe, dann denke ich jedes Mal, was für ein tolles Paar. Verstehst du, ich habe die ganze Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ich verstehe nicht, warum sie mich anlügt. Das weiß ich nicht. Aber wenn ich du wäre, würde ich die ganze Sache vergessen. Ja, was? Und so tun, als ob nichts wäre? Ja, offensichtlich hat sie noch nicht mit dem Doktor abgeschlossen. Lass ja die Zeit. Was soll ich denn machen? Soll ich da sitzen und warten, bis sie endlich über ihn hinweg ist? Das kann ich nicht. Ich weiß. Aber manchmal kann man die Dinge auch kaputt reden. Ich habe eine Menge Lehrgeld bezahlt, bis ich eins begriffen habe. Wenn man sich aus der Deckung wagt, dann muss man auch einstecken können. Halt, 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 halt. Zwischenstopp für den Rapport. Wie war's? Nett. Wie es mit dem Kollegen halt ist. Kollegen? Also wenn du angeblich nicht mehr in den Tarasch verliebt bist, warum hast du da mitgeboten? Du, ich hatte Mitleid mit dem. Waren noch nur alte Tanten da. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Also, wie war dein Exklusivausflug? Schön. Du hast ganze 75 Euro dafür hingelegt. Jetzt mal Klartext, habt ihr euch geküsst? Nö, viel besser. Ich muss doch. Habt ihr etwa... Aber Händchen halten war schon drin. Wir haben uns einfach nur gut verstanden, Ben. Ihr habt kein weiteres Date ausgemacht. Wozu gebe ich denn den eifersüchtigen schwulen Freund, wenn du sowieso nichts draus machst? Ben, Felix ist zum ersten Mal nicht vor mir davongelaufen. Und das verbuchst du jetzt unter einem Erfolg? Natürlich, er hat sich wohlgefühlt mit mir. Das ist doch wunderbar. Mann, oh Mann, du hast deine Ansprüche aber ordentlich runtergeschraubt. Ja.
weil ich was begriffen habe. Aha. Und was soll das sein? Das Wichtigste ist der Weg und nicht das Ziel. Schön, dass so viel zusammengekommen ist bei der Männerversteigerung. Kannst du mal? Ja. Ach, entschuldige, ich würde ja gern mitkommen, aber leider. Ich vermisse dich auch. Tschüss. Na, kein romantisches Tête-à-tête? Wie schade. Sehr schade. An deiner Stelle würde ich lieber darauf achten, dass dir der böse Werner bei deiner lieben Charlotte nicht die Tour vermasselt. Bei der bin ich doch längst auf das Ziel geraten. So. Ich sag's dir nicht gerne, aber dein Bruder hat was in der Hinterhand. Hat eine ältere Schauspielerin engagiert, angeblich zu PR-Zwecken. Angeblich? Aber du weißt natürlich längst Bescheid. Ja, nur lässt er sich leider nicht in die Karten schauen. Ja, lass ihm doch seine Geheimniskrämerei, wenn er glaubt, dass ihm das nützt. Das ist alles, was du dazu sagst? Ja, warum soll ich mir Sorgen machen? Ich finde, du bist dir deiner Sache ein bisschen zu sicher. Sehr sicher. Charlotte hat sich längst für mich entschieden. Entschuldigung. Frau Schneider, ist alles in Ordnung? Ah, ich habe ja gestern doch noch mit Ihnen gesprochen. Nein, wieso? Na so, ich dachte. Aber anscheinend hat er mit Ihnen über mich geredet. Ja, das hat er. Aber das war nichts Spezielles. Kann ja sein, dass er sich über mich beschwert hat. Was bei mir mit dem Kinderkriegen nicht funktioniert. Gregor würde nie sowas sagen. Nee. Das ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie ihn in Schutz nehmen, aber Sie haben doch gerade gesagt, Sie sind sein Freund. Und ich weiß doch ganz genau, wie sehr er sich über diese unerwartete Vaterschaft gefreut hat. Gregor würde nie etwas in diese Richtung sagen, nie. Ja, aber Sie haben doch gefragt, ob ich mit ihm gesprochen habe. Ja, aber das habe ich nicht so gemeint. Das ich verstehe das nicht. Wieso redet er denn zuerst mit Ihnen, wenn es nur uns beide was angeht? Frau Schneider, das hat er doch gar nicht getan. Wirklich, da war gar nichts in der Richtung. So, schau mal, neu im Programm wäre hier dieser Steillagen-Riesling aus Bernkastel. Schöner Merlot aus Chile. Guter Vorschlag. Dein Merlot aus Pomerol kann bei den Gästen auch super an. Der ist noch besser, glaub mir. Entschuldigt. Ihr seid beide noch mitten bei der Arbeit, was? Ja, also, wir sind durch. Könnte ich dich kurz alleine sprechen? Ja, ich bin dann weg. Dank dir. Simon, wegen gestern. Unser Ausflug zum Biergarten macht dir keinen Kopf. Wir holen das nach. Irgendwann. Das ist es nicht. Ich war nicht mit Amelie am See. Mit Gregor. Das habe ich mitbekommen. Das ist leider noch nicht alles. Wie? Da ist noch was passiert. Wir haben uns geküsst. So, jetzt pass auf. Jetzt. Oh, Vorsicht. Ja, stell dich doch nicht so an. So ist das halt, wenn man älter wird. Da kommt jeden Tag ein kleines Zipperlein hinzu. Ach, Schmarrn. Es ist immer noch mein verrissener Rücken, weil du mich auf den Speicher geschickt hast. Diese Investition hat sich aber gelohnt. So schön aufgeräumt war der Speicher nämlich noch nie. So. Ich gehe jetzt dann noch kurz beim Bergmeister vorbei und frage ihn, ob er anständige Schmerztablette für mich hat. Sonst stehe ich den Tag nicht durch. Du legst dich heute Abend nach Feierabend auf die Couch. Und ich koche dir was Schönes.
Das könnte unter Umständen auch helfen. Apropos helfen. Im Bruderkrieg hat die Charlotte jetzt wohl ein Machtwort gesprochen. Ja, das wurde ja wohl auch Zeit. Ja, aber die Frage ist eben, ob's was hilft. Mir wär's einfach wohler, wenn sie dem Konopka endlich den Laufpass geben wird. Alfons, das geht uns nichts an. Ich weiß doch, wie das wieder hinausgeht. Zank und Streit und am Ende ein gebrochenes Herz. Ich kenne die Charlotte jetzt schon so lang. Alfons, gib mal her. Deine Charlotte, die muss jetzt selber entscheiden, was sie tut und was sie lässt. Das ist nicht mehr deine Aufgabe. Oh. Hallo, Frau Schneider. Morgen. Morgen. Du wolltest doch ganz schnell in die Rezeption. Was? Ach so, ja. Warum hast du mir denn nicht von Anfang an gesagt, dass du mich durchschaut hast? Und was hat das gebracht? Ich kann nicht wissen, wie es zu dem Kuss gekommen ist. Samir, was ich will, ist, ich möchte einfach weiter mit dir zusammen sein. Ich liebe dich. Hör mal zu, du musst mir nichts schon beibringen. Wenn du Schluss machen willst, dann kannst du es auch einfach sagen. Das will ich doch gar nicht. Nicht? Liebst du mich noch? Ja. Ja. Ich hatte Angst, dass du Nein sagst. Geht's Ihnen denn heute schon ein bisschen besser? Hm? Sie dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Sie haben doch alle Zeit der Welt, Sie sind doch noch so jung. Man hat bei mir im Krankenhaus eine Gebärmutteranomalie festgestellt. Ich werde nie eigene Kinder haben können. Das tut mir leid. Ich habe mich so gefreut. Und Gregor doch auch. Nachdem er jahrelang dachte, dass er niemals Vater werden könnte, da kam auf einmal diese wunderbare Nachricht, dass es nun doch möglich wäre. Wie soll es denn mit uns weitergehen? Dass sie jetzt zusammenhalten, das ist das Allerwichtigste. Ja, aber wenn ich jetzt mit Gregor zusammenbleibe, dann wird er niemals eigene Kinder haben können. Frau Schneider, Sie müssen jetzt erstmal an sich denken. Er müsste meinetwegen auf eine eigene Familie verzichten. Ja, Sie haben sich doch auch für Gregor Bergmeister entschieden, obwohl Sie wussten, dass er keine eigenen Kinder haben kann. Na klar, das war auch nie ein Thema. Sehen Sie, wenn man liebt, dann bringt man Opfer, auch wenn es schwerfällt. Ich glaube, es gibt keine Beziehung, in der man keine Kompromisse machen muss. Ja, wenn man für den anderen seine Träume opfert, kann man dann überhaupt jemals glücklich werden? Geht das? Du denkst schon wieder an Samir. Ja. Und dann gleich wieder an Jana. Das heißt, du hast es hier noch nicht gesagt? Nein. Ich wollte, aber war sie gestern wieder so lieb und nett und ach, Quatsch, als ich nach Hause gekommen bin, war sie völlig fertig, hat geweint. Da habe ich es einfach nicht übers Herz gebracht. Das wird nicht leichter, je länger du wartest. Oh, danke, das weiß ich selber. Aber sie hat mich gestern Abend einfach dringend gebraucht. Da konnte ich ihr unmöglich sagen, dass Schluss ist. Gregor, sie spürt's doch. Also gestern Abend hat sie noch gesagt, wie glücklich sie mit mir ist. Also ich habe sie im Park getroffen und ich hatte den Eindruck, sie weiß was. Hast du sie angesprochen?
Ja, leider. Hast du etwa von der Sache im See erzählt? Nein. Ich habe die Kurve gerade noch bekommen. Sie weiß nichts von eurem Kuss und sie weiß auch nichts von deinen Gefühlen für Samir. Dafür hast du jetzt eine neue Baustelle. Wieso? Was ist jetzt? Jana denkt wohl, du hast ein Problem mit ihr, weil sie keine Kinder bekommen kann. Komm, mach endlich rein. Tisch, ich habe keine Lust mehr, für dich zu lügen. Klingt schon so, als ob du mit Simon sehr glücklich bist. Er tut mir gut. Das ist viel. Er ist die ganze Zeit damit beschäftigt, dass ich mich rundum wohlfühle. Er liebt dich eben. Ja, bei ihm muss ich nicht ständig Angst davor haben, dass plötzlich alles wieder aus sein könnte. Ich kann einfach so sein, wie ich bin. Du lässt dich fallen und er fängt dich wieder auf. Ich kannte dieses Gefühl bis jetzt noch gar nicht. Simon wird dir nie wehtun. So viel ist sicher. Im Gegensatz zu anderen. Gregor Bergmeister schwirrt dir im Kopf herum? Immer und immer wieder. Und verursacht die berühmten Schmetterlinge. Du willst aber nicht mehr. Ich kann nicht mehr, es ist zu viel passiert. Tja, manchmal ist das leider so. Ich kann ihm einfach nicht verzeihen, dass er Johann so der Polizei ausgeliefert hat, dass er uns alle so ausgetrickst hat, aber das ist ja auch nicht alles. Ja, wenn Vertrauen einmal fehlt. Glaubst du, es kommt irgendwann mal wieder zurück? Das habe ich mich bei Werner oft genug gefragt. Und habe immer noch keine Antwort drauf. Die alten Gefühle sind zum Teil noch da, aber ob das reicht? Das klingt ja fast so, als würdest du von Gregor und mir sprechen. Ich fürchte, wenn das Vertrauen fehlt, gibt es keine Zukunft mehr. Da mag die Leidenschaft noch so groß sein. Samir hat gesagt, sie liebt mich. Sie will sich auf keinen Fall von mir trennen. Höre ich da einen gewissen Zweifel in deiner Stimme? Tja, bleibt immer noch dieser verdammte Schatten von Bergmeister. Eben. Weißt du was, am liebsten würde ich dem Kerl eine gerichtliche Annäherung an Samir auf 100 Meter verbieten lassen. Das dürfte schwer zu machen sein. Ja, leider. Also muss ich die Zähne zusammenbeißen. Nichts da. Du machst nicht wieder den gleichen Fehler wie bei Victoria. Du darfst dir diesem Mark Kohlweier kampflos das Feld überlassen. Was schwebt dir denn vor? Ein Duell mit dem Doc am Morgengrauen, oder was? Wäre mal eine gute Idee, also wenn man von den Folgen absieht. Aber ein bisschen mehr Engagement könnte nicht schaden. Du hast recht. Ich locke also den Doktor zur Weinprobe und verkocke ihn auf Lebenszeit im Weinkeller. Hör auf dein Gefühl. Damit liegt ein Konopka nicht falsch. Was du nicht sagst. Und was ist mit den ganzen Blessuren, die du so eingesteckt hast? Deine Samia hat ein bisschen mehr verdient als ein paar Blümchen oder ein Picknick am See. Lass dir was Größeres einfallen. Ich muss zu meinen Töpfen. Hallo. Hallo. Jana. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich wollte es dir gestern schon sagen. Aber ich habe dich so voll geheilt, dass du dich nicht getraut hast. Gregor, ich weiß doch, wie sehr du dich auf das Baby gefreut hast. Und dass der Kinderwagen leer bleiben wird, wenn du mit mir zusammenbleibst. Das ist nicht der Grund. Ach, du bist so lieb. Aber es nützt uns doch beiden nichts, wenn du dir weiter was vormachst. Jana, ich würde dir doch niemals einen Vorwurf daraus machen, dass du keine Kinder kriegen kannst. Ist vielleicht kein Vorwurf, aber du würdest trotzdem irgendwann daran denken. Gregor, ich liebe dich. Ich will, dass du glücklich wirst. Wenn du mit mir Schluss machen willst, dann mach es. Aber bitte tu es gleich. Ich will mir keine falschen Hoffnungen mehr machen.
Also diese Zickenfrau von und zu, die raubt mir noch den letzten Nerv. Sie hat heute 2 Flaschen Wein zurückgeben lassen. Angeblich war der nicht richtig temperiert. Die mag sich doch selber nicht. Ja. Komm. Ich war ziemlich eifersüchtig wegen des Kusses. Das ist aber ein ziemlicher Themenwechsel. Aber danach hast du noch was gesagt. Und das ist das Allerwichtigste für mich. Dass du mich liebst. Und du bist so ehrlich, um mich in diesem Punkt anzulügen. Deswegen weiß ich, dass die Geschichte mit Gregor für dich Vergangenheit ist. Also, ich bin mir sicher, dass wir beide zusammengehören. Wahrscheinlich verstoße ich gegen alle Romantik und Benimm und sonst was Regeln, aber das ist mir völlig egal. Samir, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden? Wenn wir uns trennen, dann hat das wirklich nichts mit der Kinderfrage zu tun, okay? Sondern nur mit Samir. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Der Auftrag muss ja was ganz Besonderes sein, wenn Sie sogar Ihre Mitarbeiterin rausschicken. Ja, das ist er auch und ein wenig delikat. Erste Voraussetzung für den Job ist absolute Diskretion. Sag mal, warum sagst du mir eigentlich nicht die Wahrheit? Was denn für eine Wahrheit? Du hast keine Lust auf die Amerika-Tour, stimmt's? Wie sagt denn sowas? Hast du oder hast du nicht? Simon ist echt ein netter Typ. Und Jana sicherlich auch. Aber wirklich zusammen gehören Samir und du.